Yo, meine Freunde, was geht? Heute mal ein ganz anderes Video und ein ganz anderes Intro. Ja. Heute ohne VoiceOver, Freunde, denn heute sind wir unterwegs mit Adi. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the? Oder Adam. What Adam? What Adam? What Adam? Spitzname. Und ja, wir sind uns gerade unterwegs und wir haben hier... Ich habe was mitgebracht. Oh. Ein Überraschungsbox, also Candy Mystery Box. Mystery Box, genau. Genau. Und ja, bevor wir überhaupt dieses Päckchen hier gleich schön öffnen... Müsst ihr den Kanal abonnieren. Genau, erstmal abonnieren, Daumen nach oben lassen und die Glocke aktivieren. Ja. Und ja, wir sind auf jeden Fall gerade unterwegs. Machen uns auf der Suche Was? Was hast du gesagt? Ich weiß nicht, Bruder. Wir machen uns auf jeden Fall auf der Suche. Nach einem guten Plätzchen, wo wir alles essen können und probieren können. Genau. Und einfach das Video drehen. Genau, weil hier in der Ecke haben wir gleich einen Wasserpark. Wasserpark, Wasserspielplatz. Genau. Die Kinder sind da zu laut, deswegen müssen wir gleich weg. Wir sind auf jeden Fall im Park. Wir drehen heute mal draußen im Park. Normalerweise drehst du was immer zu Hause in Boxen, kennst du? Ja. Aber heute mal so im Park. Gutes Wetter, gute Aber Laune. Aber unterm Baum auf jeden Fall nicht, bevor irgendwas auf unseren Köpfen landet. So, Freunde, wir sind immer noch auf Plätzchen, ja. Wir hatten eigentlich einen guten Platz. Warst du guten Platz unten auf der Wiese heute, der Dings? Wieso, wir drehen, glaube ich, hier, oder? Wo ist der Fernsehturm? Man sieht den einfach gar nicht von hier. Wo man er sieht hier nur Telekom, ist. Telekom-Dings da. Das ist da hinten. Siehst du, dieser dicke Baum ist einfach im Weg. Der dicke Baum ist hier im Weg. Machen wir das hier auf spontan, stellt die Kamera hin und dann geht's los. So, Freunde, das ist unser geheimes Plätzchen hier, was wir gefunden haben. Hier, nimm das mal auf hier. So, meine Adresse darf man nicht sehen. So, ich fange jetzt das an aufzumachen, Leute. Meine Adresse darf man nicht sehen. Mein Finger. Soll ich das aufmachen? Oh, mein verbrannter Finger sogar. Jetzt mache ich das auf. Ja, alles gut. Jetzt heißt du noch Surprise, Surprise. Bruder, wir haben auf jeden Fall, wie gesagt, Überraschungsbox, ne? Der junge Herr hinter der Kamera weiß gar nicht, was für Boxen drin sind. So, willst du erst mal wissen, aus welchen Ländern die kommen? Ja, das wäre vielleicht interessant. USA, Korea, Japan. Oh, konnichiwa. Ni hao. Was ist denn das? Oder das sind auf jeden Fall Shrimps-Chips. Keine Ahnung, was das ist, oder? Aber das hier, das ist Teriyaki. Kennst du das irgendwoher? Ja. Das, ich glaube, das feierst du, ne? Ja, auf jeden Fall. Teriyaki-Chips, ne? Dann haben wir einmal hier die Hot Fries aus Amerika. Die amerikanischen Style. Haben wir dasselbe? Ja. Nee, das ist aber was anderes. Bisschen anders, ja, anderer Geschmack. Dann haben wir hier... Nein, das war jetzt nicht Hot Spice, das ist normal, ne? Ja, genau. Dann haben wir hier einmal, ich glaube, die sind aus Korea, wa? Das weiß ich nicht. Ah ja, das ist koreanisch. Die sehen eher nach koreanisch aus. Das ist koreanisch, ja. Dann haben wir hier nochmal Wasabi Nori. Auch keine Ahnung, was das ist. Wasabi, das ist scharf. Dieses grüne japanische Zeug, was scharf ist. Sweet and Sour Pickle Blumen. Aber das sieht schon krass aus, wa? Das ist. Oh, ist das Japan, ne? Ja, das ist auch aus Japan, genau, japanisch. Ich frage mich gerade, welche koreanisch alles sind. Aber naja. Wir haben bis jetzt, glaube ich, nur ein koreanisch. Was war das? Das ist American. Hot Fries, ne? American ist auch wieder ein American. Das ist mit. Ich kann es gerade nicht lesen. Ranch Fries ist das. Ranch Fries, okay. Ja. Also da haben wir jetzt zwei amerikanische, aber ein Hot koreanische. Hot Fries und Ranch Fries, okay. Da haben wir vier Getränke, Bruder. Oh. Vier Dosen. Bestimmt, ich denke, da sind zwei amerikanische und zwei japanische drin. Weil, guck mal hier. Da muss koreanisch dabei sein. Guck mal, sein. Wie klein der ist. Oh, ich weiß, du weißt es am besten, oder? Von wo die kommen können. Ja. Das kann nur Japan dabei. Die haben ja meistens immer so kleine Dosen. Ne? Ja. Aber Korea auch, ja. Ja, ja. So, Leute, wir haben auf jeden Fall die Sachen jetzt aufgeteilt. Der zweite Teil wird auf jeden Fall auf seinen Kanal kommen, Freunde. Geht auf jeden Fall in der Infobox drauf, auf dem Link, auf diesem Link drauf. Klickt drauf, ihr kommt dann auf seinen Kanal, findet das zweite Teil von ihm. Wir testen auf jeden Fall diese vier Produkten. Fünf. Vier mit den zwei Dosen. Ich würde sagen, wir fahren mit Koreanisch. Habe ich auch gedacht. Ne, Koreanisch sieht krass aus, ne? Ja, hier. Hier Zucker. Sojasauce. Sojasauce. Süßungsmittel. Weizen, Salz. Das sind einfach nur Zutaten. Ja. Mach mal auf, komm. Scheiße. Du kriegst dich mal auf. Ja, ich habe Angst, dass ich zu viel Kraft benutze, dass es zerplatzt. Deswegen machst du stark bist du nicht. Oh, Alter. Oder gleich muss aber so eine aufmachen. Ja, Bruder. Wo geht das denn? Der ist am Kämpfen gerade. Siehst du, wie hart das ist? Schau mal, wie das riecht. Okay. Sieht man das? Ja, jetzt. Ja. Eigentlich ohne mich an, gell? Das so, ja, ich dachte, das wäre Popcorn, aber das ist nicht Popcorn. So, ne? Aufregend. Ich glaube, das hat halt Konsistenz. Aber es riecht schon, es riecht so ähnlich in diesen ganzen Convenience Stores, als ich in Japan war. So, ja. so riecht die Verpackung immer dort. 3 zu 1, wenn du das, ne? Ich habe mir die gerade viel weicher vorgestellt, ne? Das ist ja ein Popcorn. Das ähnelt allen Sachen. Das ist aber nicht süß. Das ist gar nicht süß. Aber leicht trocken. Ja, brauchen wir was schnell was zu trinken, ne? Auf jeden Fall.
Man muss schon was trinken, weil es schon trocken war. Boah, das habe ich schon mal gegessen, das kommt mir so bekannt vor, war. Ich meine, wissen wie diese Reiswaffeln? Genau, Mann, Alter, das kam mir ganz halt nicht im Kopf. Schmeckt einfach wie Reiswaffeln. Ja, so Reiswaffeln und Popcorn nicht. Popcorn-mäßig gemixt, Geschmack halt vom Popcorn-mäßig, ne, eher. Würdest du sagen, könnte ich öfters machen, so zum beim Filmschauen oder so einfach mal reingeben, snacken? Schon, eigentlich, weil es da gesalzt. Ja, doch. Der ist auch nicht so süß, auch nicht so salzig. Kann man machen. Der ist, geht klar. Fleisch, ne? Leicht. Nur der trocknet halt einen schnell aus, glaube ich, war. Den gebe ich von mir so glatte 7. Ich hatte auch irgendwas zwischen 7 und 8 im Kopf gehabt. Glatte 7. Mm. Eigentlich wollte ich 6,5 geben, aber ich gebe eine glatte 7. 7 bin ich zufrieden. Ich gehe auch mit 7. Weil, so mach das mal so auf, wie ich gesagt habe. Komm. Ah. Geklappt diesmal. Ist das? Nein. Ja. Oh, okay. Ach so, okay. Ja, 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 ist schon in Ordnung. Machen wir schon irgendwie. Und ihr wisst ja, ich hatte ja schon mehrere Videos davon hier. Die werde ich einmal kurz einblenden lassen. Könnt ihr mal draufklicken. Und ja, Freunde, wie ihr seht, haben wir unseren Location-Wechsel. Wir wurden gerade weggejagt, aber ich finde, hier auf der Wiese geht es sogar besser, ne? Chilliger, ne? Chillig, wie zu Hause im Wohnzimmer, kennst du. Wir sind auf jeden Fall jetzt bei dem dran. Haben wir die probiert? Nein, wir waren gerade dabei. Wir sind gerade dabei, aber ich muss aufstehen. Guck mal hier, wie die aussehen. Ich pack mal so eine raus. Oder die... Boah, die riechen voller Fisch, Alter. Das ist wie beim Fischmarkt, ne? Oh, Bruder. Aber ist lecker, ja? Meinst du? Da habe ich dann. Eins, zwei. Warte, einmal so Prost. Zwei, drei. Boah, drei, dann gib ihn. Hä? Schmeckt gar nicht so wie Spuk. Ja, schmeckt viel besser, ne? Ja, gar kein Geschmack. Ja, ein bisschen schon, so leicht gewürzt halt, ne? So 1%. Weißt du, das schmeckt wie Waffel. Nein, wie diese Krabbenchips. Oder ich schmeckt gar nichts. Ah, jetzt kommt der Nachgeschmack. Kennst du diese weißen Krabbenchips? Oder es schmeckt Papier gewürzt. Nein, Bruder, es schmeckt wie Krabbenchips. Ist okay. Ist auch wieder trocken, ne? Die sind Chips halt, Bruder. Was hast du mit? Ja, aber die anderen sind ein bisschen öliger, so. Kennst du die? Diese Funny Pringles oder so. Pringles. Ja, die sind auch richtig krass gewürzt auch. Das ist richtig Pulver gewürzt. Der ist schon ausgetrocknet, Bruder. Der ist schon, weil der ist auch leicht hohl, weißt du das? Ja. Man weiß direkt, es kommt was Trockenes auf dich zu. Und ja, ich würde sagen, geschmacklich. Ja, aber das ist auch wieder so kein Muss, wo du sagst, boah, den würde ich wieder packen. Ja, hast recht. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich suche nach diesem Kick, wo ich sage, boah, ab jetzt den öfters essen. So beim Film schauen oder beim Videocutten oder sonst was. Interessant zu wissen, wie Kalorien das hat für die. Ja, ja. Guck mal. Für die fetten Leute, weißt du? Leute wie mir. Genau, vorhin, das andere, vorhin, warte, das muss ich auch noch sagen, das hatte, da hier, 440 Kalorien. Kilokalorien. Oh, das ist, wie viel Gramm hat das? Das ist 78, das ist 78 Gramm. Das ist voll viel Kilokalorien, ja. Also das ist schon viel, ne, für die Leute. Wenn man das isst, dann denkt man nicht, dass es irgendwie ungesund ist, weil es hat nicht so viel Dings. Ich würde 6,5 geben. 6,5? Ja, ich gebe glatte 6. Ich gebe 6,5. Und getrunken, bevor die noch warm werden. Ah ja. Gehen wir was zum Kalten. Wir wissen selber nicht, was hier drin ist. Mach mal auf, weil ich krieg die nicht auf, Leute. Ich habe meine Finger heute verbrannt. Hier sieht man das vielleicht auch, dein Darmfleck. Jo, was sieht das? Das sieht so interessant aus. Ich mag Koreanisch. Ich euch. Koreanisch. Was, oder was Neues. Koreanisch. Ich hoffe, das schmeckt, Alter, ja. Ich hab auf jeden Fall noch Apfel. Was. Ja, oder? Das ist Apfel. Oder nicht, das Apfel. Sieht aus wie Apfel, ja. Nein. Guck mal, Leute. Das ist koreanisch? Ja, Alter. Korea wäre auch schon geil, ne? Ja, aber... Was ist da drin? Das ist das geil. Echt? Ja, das sieht geil aus, ja. Das ist amerikanisch, ne? Nein, ist koreanisch auch. Auch Strawberry, ja, Erdbeere. Oh mein Gott. Boah, das wird, glaube ich, klein, Digga, wa? Ich weiß nicht, ob der das geschüttelt hat, das Ding, ne? Ja, ich habe nicht geschüttelt. Du hast ja die Kiste einmal fallen lassen. So, Adam. Okay, ältere fängt an? Nein, du fängst an, komm, kleine fängt an. Bei uns fängt immer ältere an. Ja, bei uns immer der kleinere. Bin gespannt auf seine Reaktion jetzt. Also, dein Gesicht steht schon, ob es lecker ist oder nicht. Oh, ich sehe es jetzt schon kommen, da. Also, das ist Bier, ne? Das sind so diese Frucht. Seid nicht, da ist ein Fruchtstückchen drin. Doch. Hast du so Fruchtfleisch gerade im Mund? Das schmeckt ziemlich wie Wasser. Aber es schmeckt irgendwie so übersüß, ne? So leichter Birnengeschmack. Okay, aber riechen tut es nicht schlecht. Ja, riechen tut es. Riecht viel besser, als es schmeckt. Echt? Ja. Okay, also sag mal, das täuscht, weißt du, was ich meine? Ja. Komm. Oh, Alter, aber sein Gesicht. Wenn ich schon sehe, dass einer sagt, es ist so, dann habe ich noch mehr Panik, Alter. Ja, ich hätte es viel schlimmer erwartet. Echt? Ja. Also ich finde es echt nicht geil. Echt? Ja. Doch, geht schon klar. Zucker ist auf jeden Fall herbe drin. Ja. Yeah. Zucker ist krass. Aber das kommt mir bekannt vor irgendwie, wa? Ja, davor auch. Ich finde es ehrlich nicht schlecht. Ich habe jetzt viel schlimmer erwartet. Ja? Ja. Ich fand es jetzt nicht so Bombe, ja. Nur was mich ein bisschen stört, sind diese Fleischstückchen, ne? Birne ist auf jeden Fall sehr intensiv, finde ich. Ja. Also aber Birne, nicht direkt, das kommt erst im Nachhinein. Nachgeschmack schmeckst du Birne raus. Aber das ist eine andere Birneart, von einer koreanischen Art und Weise. Kann sein, ja. Ja, also wenn ich was finden soll, lass euch mal hier kurz einblenden auf jeden Fall, woher das kommt, weil das ist schon interessant. Ich meine, sieht gut aus. Was willst du geben? 4.
Echt so schlecht? Aber doch nicht. Doch, ich würde mir das niemals kaufen, wenn das so, wenn ich wüsste, dass es das eiskalt mit Eiswürfeln wird schon ballern. Nein, ich habe mal bei Japan mal so Grüntee gekauft, ne, aus, weil ich dachte, das wäre wie Lipton-Eis, Grüntee, ne? Kennst du ja. Das schmeckt ja süß und so, ne? Aber das war richtig bitter und das habe ich auch gar nicht gemacht. Ich habe es richtig bereut. Ich hatte mal Trauben von denen, Traubensaft. Ist doch gut. Boah, auf jeden Fall Ergebnis. Ich gebe den auf jeden Fall auch. Ich gebe dir nur 6,5. 6,5? 6,5. Ich bin David heute. Ja, Bruder, heute 6,5, Bruder. Ja, das ist okay. 6,5 ist perfekt für die Nummer, für dieses Getränk. Hot Fries, Leute. Alter, das sind Chips in Pommesform. Check it. Boah. Intensiv, ne? Ist aber auch American Style, ne? So sieht das aus. Und auf jeden Fall, das riecht scharf. Schon. Ja, also eigentlich riecht das nur noch scharf. Sonst nichts anderes. Testen wir auch ein bisschen. Konsistenz hat ja von den Koreanischen ein bisschen, wa? Wenn du so reinbeißt, ne? Ja. Schärfe ist da, aber ist auch nicht mega scharf. Das ist auf jeden Fall ausverhalten, die Schärfe. Ist jetzt nicht so krass, finde ich. Aber geschmacklich war der bis jetzt. Gewürz und so geschmacklich bis jetzt der beste. Geschmacklich, weil die alle hatten kaum Geschmack. Ich fand schon. Also okay, der eine nicht, der Shrimpy nicht, aber der andere. Die Schärfe ist schon ein bisschen mehr im Vordergrund als die. Ja, das ja. Erst kommt die Schärfe, dann kommt der Geschmack. Hier, daran merkt man auch, dass das nicht so trocken ist, weil da so viel Pulver drauf ist, weißt du? Deswegen ist das nicht so trocken wie die anderen. Aber ich bin so ein Typ, guck mal, ich mag scharf, aber ich mag es nicht, wenn es zu scharf ist und den anderen Geschmack verdeckt. Du hast geredet wie ein Löwe, wallah. Habob. Hier zum Beispiel ist das schon teilweise, finde ich. Du schmeckst scharf, aber der Geschmack kommt. Ja, er kommt aber etwas spät. Aber kann man machen. Ja, also den würde ich eher vorziehen als die anderen bis jetzt. Ja, echt nicht. Doch, ich schon. Ja, den. Oder wobei, ich mag schon scharf. Ich würde den gleich stellen mit dem anderen, dem ersten, mit dem Koreaner. 7 würde ich geben. 7. Ja, ich gebe den eine 8. Echt? So gut? Also mir hat der Nummer, 8. Echt? 8? 8. Okay, jetzt kommen wir zu dem. Ja, Mann. Das ist ja dein Lieblings hier, Teriyaki, ne? War das nicht Teriyaki? Ja, doch, Teriyaki. Aber das ist was anderes, wa? Ja, die zeigen was anderes. Und das ist das geschnittene Teriyaki, einfach nur geschnitten und mit Soße drauf und nicht in ein Teigfettchen drin. Kann vielleicht sein, ja, kann vielleicht sein. Das vielleicht ist andere Art. Das sind wie viel Gramm? 100 Gramm, ne? Die ganze Packung hat 580 Kilokalorien. Das ist ja nicht mein erstes Video. Ja, und diese Chips hatte ich auch schon im Video, aber ich habe den Geschmack schon vergessen. Ah, jetzt kommt er wieder. Jetzt kommt er wieder zu. Alter, er muss. Riecht schon nach Tintenfisch, ne? Nein, ich merke gar nichts nach Fisch. Das riecht kommt irgendwie so ein Barbecue-mäßig, so eine Art, ne? Ja, doch, hast recht, Barbecue, wieso kommt man auf Tintenfisch, Alter? Ja. Also, es sieht auch ganz normal wie ein normaler Chip aus. Also, hat keine besondere Form. Probieren, ist klar. Ob das schmeckt, ohne mal krass. Ah, Bruder. Oh, sorry. Besser als die Dinge, zurück, Dinge. Kannst du nicht schmecken? Du hast normale Funnyfish-Chips. Die treffen mich schon den Geschmack. Wissen. Ne? Von Funnyfish. Ja, schon. Diese normalen, wie heißen die? Ungarisch? Ungarisch, ja. Ja, Mann. Auf jeden Fall klar, ne? Ja. Nur allein, dass du den Deutschen schon ähnelt. Deutsche Produkt. Von dem Geschmack her. Was sagst du? Ich gebe 8. 8? Ja. Ja, 8. Mit 8 ist gut. 8 ist auf jeden Fall gut, wa? Ich würde sagen, 8. Und wir kommen jetzt zum letzten Getränk, Freunde. Genau, ist Strawberry aus Korea oder Japan? Korea auch. Beide Getränke waren aus Korea. Beide aus Korea? Ja. In Korea oder wo? Komm, diesmal bin ich der Erste. Belch heißt das. Bruder, das riecht schon geil. Riecht voll nach Kaugummi auch ein bisschen. Ne? Ja, sehr intensiven Geruch. Aber ich glaube, auf jeden Fall, es wird sehr süß sein. Ja, das ist halt koreanisch, japanisch, das ist immer so bei den Asiaten. Auch bei mir in der Heimat ist es auch immer übertrieben gesüßt. Schmeckt gut? Mhm. Ja? Doch, der schmeckt besser, Mann. Bruder. Kommt mir bekannt vor, oder? Nachgeschmack, im Nachhinein hat er so Soda-Geschmack. Direkt, wenn du den ersten Schluck machst, also beim ersten Moment, ist sehr intensiver Erdbeergeschmack, aber auch sehr süß. Die schmecken wie diese Bonbons. Kennst du die? Es gibt so diese, die sind viereckig. Gibt es so mehrere Farben. Ich glaube schon, sind die so Kaugummi-mäßig. Ja, aber hart. Ja, so. Ja, dann wenn du reinbeißt, ist so ein bisschen wie so Lutschbonbons mäßig. Ja, genau. Der gefällt mir auf jeden Fall besser als der andere. Mir auf jeden Fall auch. Was würdest du den geben? Es ist jetzt aber immer noch nicht so ein Getränk, was ich mir jetzt auf jeden Fall holen würde. Der ist schon zu süß. 8 würde ich geben, wenn das so ein Getränk wäre, was ich immer nehmen würde. Also wenn ich jetzt in den Laden gehen würde und ich würde das sehen, dann würde ich mir das so mäßig direkt kaufen. Aber das ist halt nicht das Getränk so. Schon zu süß, wenn du öfters trinkst. Merkst du das? Ja, es wird immer süßer so. Ja, einfach Zuckerstock. Ja, du hast recht. Also ich gebe dem eine solide 7. Ja, hast echt getroffen gerade, ja? 7.
Das war's auch schon leider mit diesem Video, wa? So, Freunde, auf jeden Fall, das war jetzt unser Video, unser gemeinsames Mystery Box. Sweet Candy. Videos. Und ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, kommentiert mit der 1 mit mehr solche Videos mit Adam. In meiner Infobox findet ihr das zweite Video von ihm. Und liken nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen und aktiviert die Glocke, Freunde. Dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag in aller Frische wieder. Peace out. Ciao.